Hallo liebe Hungrige, gerade wenn es so heiß ist, muss es ja nicht immer eine komplett warme Mahlzeit sein. So ein Nudelsalat bietet sich natürlich als Grillbeilage an, aber kann, gerade eben im Sommer, auch eine leichte Hauptmahlzeit sein. Und dieser hier, mit mediterranem Touch, ist ein besonders leckerer. Wir brauchen dafür Olivenöl, Pfeffer, Salz und Oregano, letzteres getrocknet oder frisch. Wir brauchen etwas Essig, vorzugsweise Rotweinessig, Knoblauchgranulat und einige Stiele Dill. Außerdem eine Salatgurke, Cocktail- oder Kirschtomaten, Feta, Oliven, am besten Kalamata-Oliven, eine rote Zwiebel und eine kurze Pastasorte. Ich verwende Farfalle, aber auch Spiralen oder Hörnchen könntet ihr nehmen. Zuerst bringen wir mal ausreichend Salzwasser zum Kochen, geben dann die Pasta hinein, mal umrühren und dann al dente kochen, eben ganz nach Packungsanleitung. Die Zwischenzeit nutzen wir für Vorbereitungsarbeiten. Die Gurke wird klein gewürfelt, die Tomaten halbieren wir, die rote Zwiebel fein hacken und auch die Oliven werden halbiert. Die al dente gekochte Pasta nehmen wir vom Herd, gießen sie ab und geben sie dann zum Abkühlen in eine große Salatschüssel. Solange sie abkühlt, breiten wir das Dressing zu, gießen dafür zum Öl den Rotweinessig, geben einen Teelöffel Oregano dazu und außerdem das Knoblauchgranulat. Anschließend alles kurz, aber gründlich miteinander verrühren, einfach so mit einer Gabel. Dann wenden wir uns erstmal dem Dill zu, diesen schneiden wir klein und ich verwende dafür meine Kräuterschere und wo ihr eine solche herbekommt, dazu findet ihr einen Link in der Infobox. Haben wir dies erledigt, zerkleinern wir noch den Feta. Ich zerzupfe ihn einfach, ihr könnt ihn aber auch klein schneiden. So, und zur inzwischen abgekühlten Pasta geben wir nun das geschnittene Gemüse, also die Gurkenwürfel, die halbierten Tomaten, die gehackte rote Zwiebel kommt ebenfalls mit in die Schüssel und außerdem die halbierten Oliven. Dann gießen wir das vorbereitete Dressing darüber und würzen dann kräftig, und zwar mit Pfeffer und ebenso mit Salz. Fehlt noch der klein geschnittene Dill, den wir jetzt ebenfalls dazugeben und dann alles gründlich miteinander vermischen, am besten natürlich mit einem Salatbesteck, alternativ eben zwei Löffel oder Gabeln. Und damit ist unser Salat auch schon fertig. Wir lassen ihn durchziehen und stellen ihn dafür am besten kühl. So, und bei mir gibt's Hacksteaks oder auch Hackfleischbällchen dazu. Auf meinem Kanal findet ihr einige passende Rezepte und eins verlinke ich auch noch am Ende und in der Infobox. Alles schön durchbraten. Und dabei immer mal wenden und dann können wir dieses leckere, mediterrane Essen servieren. Gebt noch reichlich vom Feta darüber und auch nach dem Sommer passt ein solcher Salat auf jedes Partybuffet. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber einen Kritaraki-Salat zubereiten möchtet oder nochmal schauen wollt, wie man leckere Hackfleischbällchen macht, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.